und herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu können und wünsche Ihnen einen guten Empfang und eine gesegnete halbe Stunde. Mein Name ist Karin Vogt und ich führe Sie heute durch diese Sendung. Meine heutigen Gesprächspartner sind Helmut und Erna Kedler. Mit Ihnen unterhalte ich mich über Ihre Mitarbeit bei der Stiftung Prinzipien fürs Leben oder auch als Familiendienst bekannt. Herzlich willkommen, Helmut und Erna, heute hier bei uns in der Sendung. Könntet ihr euch zunächst einmal selbst vorstellen? Hallo. Ja, wir sind Erna und Helmut Kittler. Wir kommen von Neuland. Ich habe für viele Jahre im Beratungsdienst in Neuland gearbeitet. Doch nun sind es schon 5 Jahre her, seit wir in Asunción arbeiten, im Familiendienst. Wir haben 3 Töchter, sind verheiratet, haben 3 Schwiegersöhne. Nun auch schon ein Großkind, wozu wir sehr glücklich sind. Ja, wir sind in Asunción jetzt in der Leitung der deutschen Abteilung der Stiftung Prinzipien fürs Leben oder auch Familiendienst genannt. Ja, wie du schon erwähnt hast, ihr arbeitet bei der Stiftung Prinzipien fürs Leben oder Familiendienst. Was genau ist diese Stiftung? Also die Stiftung wurde 1996 gegründet. Und das Ziel dieser Stiftung ist, dass Kurse und Seminare den Gemeinden angeboten werden mit biblischen Werten. Und es geht immer darum, Ehen und Familien zu stärken. Und so das Ziel ist nach wie vor so. Und deshalb freuen wir uns immer wieder, wenn wir von Gemeinden eingeladen werden, um diese Seminare und Kurse durchzuführen. Aber es gibt auch in den Gemeinden Gruppenleiter, die dann diese verschiedenen Kurse anleiten. Und darüber freuen wir uns sehr. Also du hast schon diese Kurse erwähnt, aber was wird sonst so alles von Principios de Vida oder vom Familiendienst angeboten? Es sind mittlerweile schon 15 verschiedene Materialien, die wir anbieten. Ich will sie kurz erwähnen. Da haben wir den UNO-Kurs, einen Kurs vor der Ehe, vor der Hochzeit. Also den jungen Jugendlichen, die zusammen den Weg gehen wollen, einfach machen, um etwas Fragen anzuschauen, die ihr Leben betreffen, ihre Vergangenheit, Fragen, die ihre gemeinsame Zukunft anbelangen, dass sie da einmal hinschauen. Es sind Fragen, die sie sonst nicht so leicht ansprechen werden. Dann haben wir Kurse für Ehen und auch für Eltern. Das sind die Kurse verheiratet fürs Leben oder auch Eltern fürs Leben. Da dürfen Ehen miteinander reden, miteinander Fragen, Antworten austauschen und einfach darüber reden, was ihre Rollen in der Ehe sind, wie sie gemeinsam kommunizieren können. Da geht es auch um Fragen der Kindererziehung dann in dem Material. Einfach, wie leben wir Beziehungen? Wenn Ehen diesen Kurs machen, müssen sie miteinander reden. Und das ist der Wert dieses Kurses. Wenn sie nicht miteinander reden können, dann wird es schwierig. Das Material Eltern fürs Leben hilft Ihnen auch, mit den Kindern in Beziehung zu sein. Dann ist da noch ein Eheabendkurs. Das ist ein Kurs über 12 Wochen, geht sehr tief, ist ein sehr gutes Material. Und wenn Ehen ihre gesunde Ehe stärken wollen oder auch Fragen haben zu ihrer Beziehung, würde ich herzlich einladen, das zu machen. Dann haben wir einen Kurs, den nennen wir eine Segensfeier in den Gemeinden oder auch eine Familienfreizeit, wo wir diesen Kurs durchführen. Da geht es darum, dass die Teenager im Alter von 11, 12 bis 14, 15 ein Material unterrichtet bekommen. Auch die Älteren werden in einigen Sessiones unterrichtet. Und es geht darum, dass in einer gemeinsamen Segensfeier die Eltern ihr Kind und in diesem Falle der Vater vor anderen Eltern, vor anderen Kindern sein Kind, den Sohn oder die Tochter, in besonderer Weise den Segen des Vaters im Himmel zuspricht, dass es ihm Kraft gibt, über diese Teenagerjahre und in die Jugendzeit gesund durchzukommen. Dann haben wir auch Kurse für junge Jugendliche, so 15 bis 17 Jahre. Dann gibt es Kurse nur für Frauen oder nur für Männer. Dieser Männerkurs ist relativ neu.
Da geht es darum, dass Männer über ein ganzes Jahr lang sich mindestens zweimal im Monat treffen, um gemeinsam Fragen durchzusprechen, die Identität, wer bin ich, was hat das für einen Einfluss auf mich, auf meine Arbeit, meinen Beruf, mein Geld, mein ganzes Leben. Also das ist ein sehr wertvoller Kurs und ich lade Männer ein, da mitzumachen. Wir haben auch die Seminare, die viele von uns hier kennen. Das Seminar Wege der Vorzeit, das Seminar Herzen verändern. Und in diesen Seminaren geht's ganz gezielt darum, dass ich biblische Werte neu verstehen lerne. Was sagt das für mein Leben? Warum ticke ich so? Warum bin ich so, wie ich bin? Was hat mein Leben so geformt? Diese Erfahrungen aus der Kindheit, was spielt das für eine Rolle jetzt in meinem Leben? Und das haben sehr viele hier mitgemacht und dazu sind wir recht froh. Aber ich darf euch Zuschauer einladen, macht es wieder mit, auch wenn ihr einmal schon mitgemacht habt. Man hat beim ersten Mal lange nicht alles mitbekommen. So lade ich ein, an diese Kurse, Seminare weiter mitzumachen. Dann haben wir auch ein Finanzseminar. Da geht es darum, dass ich biblische Werte im Umgang mit Geld kennenlerne, für mich neu festmache, wie will ich aus biblischer Sicht mit meinem Geld umgehen. Das Gleiche geht noch in einem Finanzkurs. Der geht über 3 Monate. Und da werden auch die biblischen Wahrheiten, Prinzipien im Umgang mit Geld gelehrt. Und da dürfen wir als Einzelne, als Ehepaar zusammen lernen, wie wollen wir das in unserer Ehe, in unserer Familie oder auch als Alleinstehend halten. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Seit 2015 haben wir auch die Seelsorgeschule. Die führen wir jeweils eine Woche, zweimal im Jahr durch. Und da geht es darum, dass ich mein Leben etwas näher anschaue. Was hat mein Leben geprägt? Was darf ich erkennen, wo ich Verletzungen, Wunden, wo ich Schweres erlebt habe? Oder auch, was hat mich geformt? Und das Ziel ist, dass wir das alles zu Jesus bringen dürfen. Er begegnet uns in ganz verschiedener Art und Weise, aber wir haben so schöne Erfahrungen gemacht. Ich selber durfte das erleben, wie Jesus uns begegnet, uns Trost gibt, uns Hilfe schenkt, uns Heiler macht. Das Ziel der Seelsorgeschule ist ja, dass wir durch diese Schule Seelsorgebegleiter schulen, und dass diese dann nachher auch weiter Hilfe für andere sein können. Also ich lade dazu ein, an dieser Schulung teilzunehmen. Und wenn Zuschauer jetzt sagen, ich würde gerne mal einen Namen haben, mit dem ich reden kann, da dürft ihr uns gerne anrufen. Wir geben euch Namen und auch Telefonnummern, die uns das erlaubt haben. Ja? So, das ist die Seelsorgeschule. Dann haben wir auch vom Familiendienst aus eine plattdeutsche Bibelschule in Sommerfeld. Da sind Edwin und Esther Rempel, sie leiten diese Schule. Das geht während 3 Monate, Juni, Juli und August. Und an 3 Jahren nacheinander, dann schließt man diese Schule ab. Aber in der Schule darf man auch nur für ein Fach kommen und an einem Tag in der Woche für 1 Stunde daran teilnehmen. Nachdem die Schule abgeschlossen ist im August, dann geben sie auch weiter Kurse oder Seminare, die dann am Abend oder auch mal am Tag stattfinden. Das ist so die verschiedenen Materialien, die wir vom Familiendienst aus anbieten. Sehr interessant, was alles so vom Familiendienst angeboten wird. Wir gehen jetzt kurz in die Werbepause und dann unterhalten wir uns weiter. Sie sehen die Sendung Frauen wie wir. Ich unterhalte mich mit Helmut und Erna Kedler über den Familiendienst in Paraguay. Helmut hatte gerade erklärt, welche Kurse, Seminare und so weiter vom Familiendienst angeboten werden. Jetzt möchte ich einmal fragen, wie werden diese Kurse jetzt durchgeführt? Könntet ihr das ein bisschen beschreiben? Also diese Kurse werden wöchentlich durchgeführt.
und sie gehen so von 6 bis 14 Wochen. Und es gibt vorbereitete Gruppenleiter, die ein Material auf die Hand bekommen und einfach so die Gruppe anleiten können. Und wir sprechen bei den Kursen gern von Prozessen. Ein Prozess ist ja, dass ich wachsen kann, dass ich mich verändern darf, dass ich Neues lernen darf. Und deshalb sprechen wir sehr gern von Prozessen. So, das ist dann einfach so ein wöchentliches Treffen. Dann die Seminare, die Helmut erwähnt hat, das sind dann Wochenendseminaren. Das ist dann ein langes Wochenende, wo man sich in ein Thema vertiefen kann. Und die Seelsorgeschule ist dann halt eine ganze Woche. Und das sind 3 Wochen insgesamt, verteilt auf 1,5 bis 2 Jahre. Plus dann auch noch verschiedene andere Hausaufgaben. Aber uns sind die Hausaufgaben ganz wichtig bei den Prozessen. Denn das ist das, was wirklich Veränderung in unserem persönlichen Leben bringt. Wo es dann praktischer wird. Wo es dann praktischer geht und auch wirklich darum geht, wie kann ich das leben, was ich verstanden habe. Ja. So, seit 2015 haben wir ja auch die Seelsorgeschule. Und wenn es um unsere Arbeit geht, dann gibt es viel vorzubereiten für diese Seelsorgeschule. Die Redner kommen aus Deutschland. Und hier im Vorfeld gibt es viel zu organisieren. Denn wir haben so 60 bis 80 Teilnehmer. Und ja, die ganze Vorbereitung, das liegt dann in unseren Händen. Und auch die Durchführung selbst. Dazu suchen wir dann auch oder haben wir auch Mitarbeiter hier aus dem Land. Und darüber freuen wir uns auch sehr. Es gibt bei der Stiftung auch eine spanische Abteilung, eine spanisch sprechende Abteilung. Und da gibt es 21 Mitarbeiter. Und es werden fast alles die gleichen Kurse und Seminare angeboten, die wir auch anbieten. Es unterscheidet sich in ein paar Dingen zu unserer Arbeit. Aber die Arbeit ist halt aufgeteilt, auch wo Ehepaare jeweils einen Bereich übernehmen und dann auch ganz viele freiwillige Mitarbeiter haben. Aber ansonsten ist es so, dass wir in Asunción ein Büro haben, wo wir alle gemeinsam arbeiten, unsere Bürozeiten haben, aber auch immer wieder unsere Zusammengemeinschaft pflegen, unsere Gebetszeiten, unsere Andachten haben. Und das sind auch ganz wertvolle Zeiten miteinander. Ja, und jetzt eine etwas persönlichere Frage. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass gerade ihr beim Familiendienst mitarbeitet? Ja, das ist eine gute Frage. Ich war ja in der Kooperative Neuland angestellt und beinahe 30 Jahre, arbeitete im Beratungsdienst und das war mein Leben. Und im Rahmen der Kooperative durfte ich das tun und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber in den letzten Jahren hatte ich mir schon so die Fragen gestellt, ist das alles für mein Leben oder gibt es noch mal was anderes? Ja, wir hatten auch in unseren jungen Jahren mal daran gedacht, wenn die Kinder erst aus dem Haus sind, könnten wir eventuell auch mal was zusammen, etwas anderes machen. Wir haben darüber gebetet, aber es hatte sich nichts ergeben, was uns beiden so zusagte, wo wir sagten, dies ist es. Dann kam die Frage, nach Asunción zu kommen, im Familiendienst mitzuarbeiten. Und das war nicht so ganz unser Thema. Für jemand, der keinen Wechsel, keine Veränderung will, war das schon eine Herausforderung. Aber die Antwort mussten wir nicht gleich geben, das hatte Zeit. Und so haben wir das einfach mal mitgenommen und darüber gebetet. Und tja, ich hatte schon für mich so ein bisschen ein Erschrecken. Warum regt uns diese Frage überhaupt auf? Und ihr ging es dann eigentlich auch so. Dann kam es immer näher, wir mussten irgendwann eine Antwort geben und ich hatte schon die Bange, das würde mit einmal ein Ja sein. Und ich hatte dann mit Gott, Gott gefragt, kannst du mir das ganz klar sagen? Mir ganz klar machen, dass das so wie deine Antwort ist. Weil sonst bin ich nicht so, dass ich so klar was verstehe. Und er hat das ganz klar für mich verständlich gemacht. So, ich wusste, entweder gehen wir jetzt oder ich bin ungehorsam. Das war für mich irgendwie mit einmal klar. Ich habe dann Erna daraufhin angesprochen und ihr das gesagt. Sie hatte auf mich gewartet, aber ein Jahr hatte sie auch schon. Also waren wir uns einig, jetzt geht der Weg nur nach vorne, nach Asunción. Und als wir das unter uns einmal so klar hatten, dann war auch der Druck weg und auch die Angst. Wir haben dann zugesagt und sind jetzt seit 5 Jahren schon in Asunción.
Also Zuschauer, wenn Gott das mit mir geschafft hat, dann schafft er das auch mit euch. Vertraut ihm. Er hat seine Möglichkeiten, euch das zu sagen. Sehr interessant, diese persönlichen Führungs- oder Berufungsgeschichten, ja? Finde ich sehr schön. Worin besteht jetzt eure Arbeit konkret, gerade beim Familiendienst? So, wir sind Helmut und ich vollzeitig in der Stiftung angestellt und wir haben noch zwei weitere Personen, die teilzeitig angestellt sind in der deutschen Abteilung. Mhm. Ja, und es gibt viel Material vorzubereiten, es muss gedruckt werden, es gibt eine Buchführung, die gut gemacht sein will. Und dann ist es auch unsere Aufgabe, Gruppenleiter vorzubereiten für diese verschiedenen Kurse, aber auch die Gruppenleiter immer wieder zu ermutigen. Aber eine ganz, ganz wichtige Sache ist einfach auch die Kontakte zu den Gemeinden, zu den Gemeindeleitern, das aufrecht zu erhalten. Das heißt, es ist auch eine Aufgabe von uns, Besuche zu machen, was wir sehr gerne machen und einfach viel, viel Leute kennenlernen und ganz wertvolle Personen kennenlernen. Dann unterrichten wir auch selber in Kursen und in den letzten Monaten auch online, was für uns ganz neu war. Und wir sind da noch sehr am Lernen und am Üben. Aber wir sind dankbar einfach, dass Gott uns diese vielen Möglichkeiten gibt und auch die vielen offenen Türen in den Gemeinden. Ja, wir machen jetzt noch einmal eine Werbepause und dann gehen wir in unseren letzten Block. Sie sehen die Sendung Frauen wie wir. Ich unterhalte mich mit Helmut und Erna Kedler über ihre Mitarbeit beim Familiendienst Paraguay. Helmut, welche sind die besonderen Herausforderungen in eurer Arbeit? In den letzten Jahren sind wir viel unterwegs gewesen. Die Arbeit geht mehr auf die Wochenenden, wo wir rausfahren und zu den Gemeinden kommen, um Seminare und Kurse durchzuführen. Und dann war die Herausforderung in besonderer Weise, dass wir als Ehe nicht unter die Räder kommen. Wir sind in den letzten Jahren mehr wie zwei Wochenenden im Monat rausgefahren, also mindestens 30 oder mehr Wochenenden im Jahr, was wir weg waren. Und da mussten wir uns schon wirklich Wochenenden fest einplanen, die wir als Ehe auch für uns nutzen wollen. Das ist eine Herausforderung, die wir konkret angehen mussten. Das ist in den letzten 6 Monaten nicht so gewesen, aber das war in den letzten Jahren so. Eine weitere Herausforderung war es, wenn der Jahreskalender schon praktisch voll ist und dann kommt noch eine Nachfrage von einer Gemeinde für ein Seminar oder einen Kurs. Das würden wir gerne geben wollen, aber wir haben inzwischen auch müssen sagen, das geht nicht. Das ist uns dann wirklich schade. Das ist eine Herausforderung, die wir auch nicht so gerne haben. So Grenzen setzen. Ja. Grenzen setzen, ja, aber einfach von den Möglichkeiten her, von der Besetzung, vom Personal her, Das sind so die großen Herausforderungen. Und immer wieder, dass wir auf den Fahrten auch bewahrt bleiben. Das ist für uns ein großes Anliegen. Und welche sind so besonders schöne Momente in eurer Arbeit? Ja, da will ich einmal das Vertrauen von unseren Arbeitgebern nennen und von den vielen Mitarbeitern. Aber auch das Vertrauen der Gemeinden, wo wir dienen dürfen, das ist uns sehr wertvoll und wichtig. Und die Kurse und Seminare, die wir anbieten, die haben wir dann vorher selber gemacht und selber Freiheit oder mehr Freiheit und mehr Heilung in unserem persönlichen Leben erlebt. Und dass wir jetzt in diesem Projekt mitarbeiten dürfen, das ist wirklich ein Geschenk für uns. Aber wenn wir dann jetzt Kurse oder Seminare anleiten und auch Leute, Personen begleiten dürfen und erleben, wie einfach Schmerz, Verletzung Jesus gebracht werden und wo ein Gesicht mit Tränen nach einer Begegnung mit Jesus einfach auch ein strahlendes Gesicht ist. Und das sind wirklich so ganz besondere Momente, was Jesus im Herzen einer Person macht und wo ja ein Prozess beginnt, der Heilung, erstmal des Trostes und dann ein Weg der Heilung. Und
Das sind so ganz, ganz besondere Momente und wo wir Gott immer sagen, danke, dass wir dabei sein dürfen, wir dürfen das miterleben und dir wollen wir die Ehre dafür geben. Aber wir sind auch sehr dankbar für viele freiwillige Mitarbeiter oder Helfer in den verschiedenen Seminaren und Gruppen. Und wenn die uns sagen, was sie so mit Gott erleben, auch in diesem Bereich und wie sie gesegnet werden als Person, als Ehe, als Familie, aber auch was sie so mit Teilnehmern, dass sie erleben, wie Personen in die Freiheit kommen, das ist einfach ein Segen. Und dadurch, dass wir jetzt wirklich viel gereist sind in den letzten Jahren, haben wir ganz viele Leute kennengelernt und viel neue Freunde gewonnen. Und das ist auch etwas ganz besonders Schönes. Ich frage nochmal ganz spontan zurück zu dem Thema. Ihr habt erst erwähnt, dass ihr auch viele Leute besucht. Ich verstehe, das sind dann Kursteilnehmer oder Seminarteilnehmer. Wenn ihr jetzt mit diese Leute besucht, ist es dann auch so eine Art Begleitung gerade in diesem Veränderungs- oder Wachstumsprozess? Oder wie könnte man das verstehen? Könntet ihr dazu kurz was sagen? Und wie ihr das erlebt, wie ihr die Leute erlebt? Na, wenn wir von Besuche sprechen, reden wir mehr von Gruppenleitern. Okay, okay. Dass wir einfach besuchen, um Ermutigung zu geben, aber auch von den schönen Erfahrungen zu hören, die sie gemacht haben. Also Teilnehmer aus den Kursen und Seminaren zu begleiten, das schaffen wir nicht. Das sind zu viele, okay. Das geht nicht. Okay. Ja. Das sind dann die Gruppenleiter, Leiter. Aber da erfahrt ihr auch persönliche Beispiele so. Okay, gut. Darf ich noch was dazu sagen? Ja, gerne. Aber die Beispiele, wenn wir was hören, das ist auch mit den Teilnehmern abgeklärt. Ja. Also es ist nicht so, dass wir von den Gruppenleitern irgendwas hören. Ich verstehe. Ja. Also das ist wirklich immer abgesprochen mit den Teilnehmern. Darf ich diese Sache weitererzählen? Und das ist uns aber auch ganz wichtig, dass wir die Dinge, die persönlichen Dinge auch wirklich nicht weitersagen. Ja. Denn das ist für unsere Arbeit grundlegend. Ja, ja. Nee, das verstehe ich. Also gerade für die Seelsorgearbeit. Ja. Genau. Und zum Schluss, hättet ihr da noch ein ermutigendes Schlusswort? Ja, an die Zuschauer. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Und wenn ihr uns anrufen wollt, dürft ihr das gerne machen. Ich möchte alle Zuschauer ermutigen, an Kursen, an Seminaren teilzunehmen. Weil dann kommen wir in Gemeinschaft mit anderen Menschen und in Gemeinschaft erleben wir auch etwas von der Liebe des Vaters im Himmel. Und dazu möchte ich uns einfach alle ermutigen, dass wir an Kursen, Seminaren teilnehmen. Wenn es aber auch mal Hindernisse gibt, Schwierigkeiten gibt, dass wir dann bitte nicht warten, um Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist nicht leicht. Wir selber haben Hilfe in Anspruch genommen für unsere Ehe. Und dazu möchten wir euch auch ermutigen. Nutzt das. Sucht euch Hilfe und lebt unter der Gnade Gottes des Vaters. Also Gott Vater steht auf unserer Seite, er geht mit uns und kämpft für uns. Und diesen Vater dürfen wir als unseren Vater annehmen und er schützt und hält seine Hand über uns. Dazu sind wir sehr dankbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, Helmut und Erna, für eure Bereitschaft über eure Mitarbeit beim Familiendienst und auch über den Familiendienst selbst hier zu berichten. Und ich wünsche euch wirklich Gottes Segen für diese Arbeit. Danke. Sie sehen die Wiederholung dieser Sendung, so wie immer, am Sonntag um 18 Uhr auf RSSA. Und natürlich können Sie uns jederzeit auch auf YouTube folgen. Das war Frauen wie wir, Glauben und Leben.